Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt. Ich hoffe natürlich, ihr da draußen auch. Falls nicht, dann solltet ihr das hoffentlich nach diesem Video sein, denn wir reagieren heute auf den Teil 2 von Just Nero über Aline Bachmann. Der letzte Teil ist gut bei euch angekommen. Das hat euch sehr interessiert. Die Kommentare waren einstimmig. Ich soll auf den zweiten Teil auch reagieren. Und das machen wir. Ich lasse euch nicht zu lange warten. Ich habe mir... Das solltet ihr auch tun. Holt euch Snacks, lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu trinken. Ihr wisst, wie der Hase hoppelt, in welche Richtung, liebe Freunde. Für alle, die mich noch nicht kennen, was geht? Ich bin Zeddo, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Köln, ich mache gerne YouTube-Videos hier auf diesem Kanal. Fühl dich wie zu Hause und ich würde sagen, wir schnackeln, fackeln gar nicht lange um den heißen Brei. Ich hole mal meine Kopfhörer herbei. Die schiebe ich mir jetzt unten durch. Jetzt sind wir offiziell ready. Ich würde sagen, Aline Bachmann, wir warten auf dich. Teil 2, let's go. Na, Teil 2, Aline Bachmann, was gibt es Neues? Junge, ich wollte nur kurz sagen, dass Aline Bachmann mir geschrieben hat, dass sich ihr Anwalt drum kümmert. Dich, weiß nicht, ganz zu zeigen, was auch immer. Also, sie meinte, ihr Anwalt kümmert sich drum, als ich sie auf dein Video angesprochen habe. Deswegen, ja. Ich denke nicht, dass sowas kommen wird, aber ich wollte dir noch sagen. Ach so, Anwaltsgeschichten liebe ich über alles. Ach Leute, wie oft haben mir schon Menschen mit Anwalt gedroht? Keine Ahnung. Wie oft saß ich vor Gericht? Einmal. Wie oft habe ich gewonnen? Einmal. Ist sonst nur alles leere Luft? Nee, wie heißt das? Leere Luft? Doch, das heißt so, oder? Keine Ahnung. Ja, ist es auf jeden Fall. Es ist immer nur so. Ja gut, dann erst recht. Ob sie bald mit Laptop vor meiner Tür steht? Credits gehen dieses Mal raus an Coco, die wieder mit dabei ist. Da Vinci, der mal wieder einige Infos geliefert hat. Und natürlich an den Special Guest, den wahrscheinlich niemand erahnen konnte bei dem Videotitel. Falls ihr Part 1 nicht gesehen habt, macht das mal lieber. Ist verlinkt. Genauso wie das Quellendokument und alle anderen Links. Ein Blick in die Beschreibung lohnt sich. Persia X sollte zum Thema mittlerweile ebenfalls ein Video hochgeladen haben. Sie geht das Thema aus einer interessanten Richtung an und hat Vermutungen zu ihrer Person, die man definitiv anschauen sollte. In Part 1 ging es um einige Lügengeschichten, eine fragwürdige Werbung für eine Operation und viele weitere Dinge. Falls ihr da schon dachtet, okay, heftig, was ist denn bei der losgegangen? Vertraut mir, die Sachen aus dem Part sind sogar noch schlimmer. Es geht um behinderte und krebskranke Menschen, die von ihr verarscht und fertig gemacht worden sind. Es geht um Gewalt, Bettelei, Manipulation, emotionale Erpressung und vieles mehr. Ich bin aber so frech und hebe mir die härtesten Dinge für den Schluss auf, weil... Watchtime. Selbe Regel wie beim letzten Mal. Ich versuche pro Punkt nicht länger als eine Minute zu brauchen. Werde das wahrscheinlich wieder jämmerlich verkacken. Und viel Spaß mit dem Video und liked es. Aline Bachmann beklaut Kranke. Alines erster Auftritt auf großer Bühne war wohl DSDS 2013. Durch diesen Auftritt hat man erfahren, dass sie schon vor ihrer Influencer-Karriere einiges auf dem Kerbholz hatte. Ursprünglich machte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, die sie allerdings verloren hatte. Ja, warum denn? Naja, sie hielt es für eine tolle Idee, einem kranken Patienten im Krankenhaus, Captain Einsicht, das Portemonnaie zu klauen und mit der Geldkarte 5000 Euro abzuheben, die sie dann für Party machen verscheuern konnte. Glaubt ihr nicht? Hat sie selber gesagt. Ich habe leider meine Ausbildung verloren. Ich habe als Krankenschwester gearbeitet und jetzt... Wunder. Wir haben jemanden die Geldtasche geklaut und haben mit den Karten eben Geld abgehoben. Tolle Frau. Schutzbedürftigen, die sich in... Sie hat so einen Schaden, das ist so funny. Aber ich... Ey. Auf jeden Fall unterhaltend, so viele Dinge über diese Dame zu erfahren. Und die sind halt alle öffentlich, ne? Ist nicht so, dass man das irgendwie low-key über die Hintertür herausfinden muss, sondern nein, man muss einfach nur recherchieren. Das hat ja dieser Just Nero in dem Fall gemacht. Und so viel kommt dabei rum. Ihre Obhut begeben, über den Tisch ziehen und dann ein bisschen Party von der Kohle machen. Für die Aktion hat sie 2 Jahre Bewährung bekommen. Immerhin hat sie sich für diese eine Sache entschuldigt und bereut sie. Das komplette Gespräch findet ihr im Quellendokument. Die Person hatte danach auf jeden Fall bestimmt wieder Bock, in ein Krankenhaus zu gehen, wenn mal Not am Mann ist, ne? Ja, geil, solche Erfahrungen zu machen. Lösch dich, Aline. Oh, Kinders, spendet mal einen Fuffi, dann folge ich euch. Damals im Krankenhaus den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, heute den Kindern auf TikTok. Zumindest aus meiner Sicht. Aber überzeugt euch selber. Wer mir heute wirklich jetzt noch gleich ein Riesenrad schenkt, den folge ich auf Instagram und tue ihn auch in meiner Story teilen. Sie will also ein Riesenrad für ein Follow und eine Story haben. Quasi gib mal 55 Euro aus, dann folge ich und teile euch in meiner Story. Ja geil. Einige Zeit vorher hatte sie übrigens auch noch auf unwissend gemacht und so getan, als wüsste sie gar nicht, dass es was kostet. Euch ist bewusst, wo da das Problem liegt, oder? Auf TikTok sind, sagen wir, einige jüngere Leute unterwegs. Die schauen vielleicht zu ihren Influencern auf und... Das machen aber viele, ne? Also das ist nicht das erste Mal, dass ich das jetzt mitkriege, dass jemand auf TikTok oder allgemein bei Livestreams sagt, yo, spendet mir mal das und das und dann folge ich den nächsten 5. Oder, ach ja, Bünni macht das zum Beispiel die ganze Zeit. Bei Bünni ist ja eh so unseriös, aber es gibt echt viele Leute, die das so auf Ernst durchziehen und damit
damit auch durchkommen. Also dann mehrere 300, 400, 500 Euro in einem Livestream verdienen. Und das ist schon unter aller Kanone. Dann halt die Chance, von ihm so ein wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Durch das Teilen bekommt man halt auch selber welche. Win-win. Ich persönlich finde schon, dass es Manipulation ist, weil gerade im jüngeren Alter realisiert man Geldausgabe im Internet nicht wirklich. Natürlich ist das nicht bei allen so, aber ich würde sagen häufiger. Abgesehen davon finde ich es ultra dreist und mega unangenehm. Vor allem wird das danach noch kritisiert. Einer warnt halt im Chat, man soll das bitte nicht machen. Sie lacht halt darüber, so nach dem Motto, oh Gott, warum regen sich die Leute denn drüber auf? Man wird ja eh kein Millionär dadurch. Ja, aber andere Leute werden 50 Euro ärmer und die können es vielleicht dringender benötigen als du. Vor allem wissen wir ja mittlerweile, wie Ali sich an Versprechungen hält, aber das ist ja natürlich jetzt auch nur eine Spekulation in dem Szenario. Na, so wie es aussieht, werdet ihr mich zumindest was dieses Videoformat hier angeht nicht so schnell los. Bedankt euch dafür bei Robin, der mich auch diesmal gefragt hat, einen Teil des Videos zu übernehmen. Werbung fürs My Secret. Die sympathische Frau gehört außerdem zu der auserwählten Gruppe an Influencern, welche Placements fürs My Secret machen durften. Blöd nur, dass das Ganze nicht ganz so aussagekräftig ist. Vor allem, da Aline sich die Zähne hat machen lassen und jetzt praktisch Keramik in der Kaoluke hat. Ich habe gehört, die sollen ihr sogar mal im Stream rausgefallen sein. Keine Ahnung, was da dran ist. Oliver Pocher hat das Ganze damals in seiner Bildschirmkontrolle kritisiert und nach einer öffentlichen Schlammschlacht kam es dann zu einer Live-Debatte, in welcher Aline Bachmann zugab, dass die Werbung für My Secret wohl doch nicht so toll gewesen sein soll. Lang hielt die Reue nicht an, denn ein weiteres Placement folgte zugleich. Der Shop. Ach, Aline ist nicht nur Influencerin mit Leib und Seele, sie ist zusätzlich noch eine super Geschäftsfrau. Sie hat ganz kurz, du machst Werbung für My Secret, hast dir aber vorher die Zähne machen lassen. Wenn du dir die Zähne machen lässt, brauchst du dir rein theoretisch nicht mal die Zähne putzen abends. Weil, ja klar kannst du sie dir putzen, um halt so Essensreste und sowas noch zu entfernen, aber da kann sich nichts ablagern auf den Zähnen sozusagen. Die sind so, wie soll man sagen, und die haben so eine Lackschicht drauf, dass das gar nicht funktioniert. Und jetzt zu sagen, oh, ich habe Smile Secret benutzt, damit meine Zähne wieder gebleached werden, wow. Dann mit Oliver Pocher diskutiert, dann irgendwann zugegeben, stimmt, war eine dumme Entscheidung und ein paar Wochen drauf oder ein paar Monate drauf wieder Smile Secret Werbung. Einen Beauty-Salon und früher noch einen Shop unter dem Namen B-Beauty, in dem es ganz tolle Sachen gab. Wie Ohrringe, die verdächtig nach Chanel aussahen, aber nur 9,99 € gekostet haben. Komisch. Aber es kann ja sein, dass Luxusmarken wie diese auch Produkte für die breite Bevölkerung herausbringen, die sie dann durch Shops wie den von Aline vertreiben lassen. Kann ja sein. Weitere Beispiele für die Qualitätsware waren Ohrringe für 12,99 €, die man bei AliExpress auch schon für 63 Cent bekommt, oder die wunderbare Orientkette für 9,99 €, die man bei AliExpress wieder für 63 Cent kaufen kann. Aber man muss ja auch Aline verstehen. Sie muss ja auch noch ein bisschen dran verdienen. So machen das ja alle großen Läden. Das Ganze hat damals Oliver Pocher exposed, der später sogar noch ein Live-Gespräch mit ihr hatte. Aline Bachmann und die Fake-Google-Bewertung. Wusstet ihr, dass die gute Frau Bachmann einen Beauty-Salon aufgemacht hat? B-Beauty Dresden heißt der Spaß. Nur leider sind da einige Google-Bewertungen eingetrudelt, die hier nicht so ganz passen. Ne, die sind nämlich nicht durchweg positiv. Wie könnte das nur passieren? Also, ich weiß es nicht. Schlau wie sie ist, hat sie eine Insta-Story gepostet, in der sie gefragt hat, wer denn alles einen Google-Account besäße. Es wäre wichtig. Hat man sie dann angeschrieben, hat sie auch schon zugeschlagen, die Venus-Like-Mann-Zeug-Falle. Ich lese vor. Hallo, weinender Emoji-Herz. Es gibt Menschen, die sich auf Google Profile machen und meinem Unternehmen eine Sternbewertung geben. Ja, sicherlich machen sich die Leute dafür neue Konten. Vorher aber nochmal ganz schnell 17 bis 30 andere Rezensionen posten, zu 12 verschiedenen Orten sprinten und da Fotos machen. Und dann, ja erst dann, wird dein Unternehmen schlecht bewertet. Könntest du bitte eine gute Bewertung machen? Machen. Aline, bitte. Ich versuche, die löschen zu lassen, aber trotzdem sitzen da welche und haben Gefallen dran. Och, Alinchen. Hättest du es dir nicht denken können, dass der Schuss nach hinten losgeht? Das wird sie wahrscheinlich nicht nur einer Person geschrieben haben. Naja, wer hätte es erwarten können? Es ist an die Öffentlichkeit geraten. Und überhaupt, wenn sie es doch eh löschen will, was tatsächlich möglich ist, bleiben ja nur die Positiven. Ist das nicht irgendwie so ein Ticken Sie ist eine erwachsene Frau, ne? Es geht hier gerade nicht um ein Kind oder einen Teenager, das mal hier und dort vielleicht mal einen Fehler begeht. Es geht um eine erwachsene Frau, die sich durchs Leben mogelt, auf gut Deutsch. Like, hä? Population mit positiven Fake-Bewertungen? Naja, sowieso ist da halt größtenteils das hierbei rumgekommen. Ein Stern, fake positive Bewertung. Sowas ist absolut unprofessionell. Jo, sehe ich auch so. Oder hier, erbettelt sich gute Bewertung. Was soll ich dazu sagen, außer selber schuld.
Gewalt und Moral. Wie viele womöglich mitbekommen haben, ist Aline vor einiger Zeit mit ihren Erfahrungen zu häuslicher Gewalt an die Öffentlichkeit gegangen, indem sie ein Bild von sich mit einigen deutlichen Blessuren postete. Darum speziell soll es hier jedoch nicht gehen, denn dies ist ein Thema, welches für sich steht und in dem Meinungen fehl am Platz sind, sowie kein anderer außer den zuständigen Instanzen darüber zu entscheiden hat, wie die Situation zu bewerten ist. Dies ist ein sehr sensibles Thema und daher will und kann ich speziell dazu nichts sagen. Es gibt jedoch etwas, was ich nicht unerwähnt lassen möchte. Denn Aline behauptete vor einiger Weile auf TikTok, es sei okay und gerechtfertigt, den Freund zu schlagen, wenn dieser einer anderen Frau hinterher schaut. Aline, wenn du doch selbst Gewalt erfahren hast, wie kommst du dann zu solch unsensiblen und unreflektierten Aussagen? Gewalt ist schließlich geschlechterunabhängig verboten. Weiterhin hat Saskia auch gesagt, dass sie von Aline erfahren hätte, dass sie ihren Freund auch angespuckt hat. Was bei mir auf die gleiche Art von Unverständnis und Wut stößt, wie so ziemlich alles, was Aline Bachmann tut. Tilidin-Lügengeschichte 2.0. Es gibt Neuigkeiten zu der Tilidin-Geschichte. Die Frau, die Aline die Tabletten angeblich verkauft hat, die böse Dealerin, ihr wisst, hat sich bei mir gemeldet und ihre Sicht der Dinge geschildert. Es geht um Saskia Fischer, zu der wir später auch nochmal kommen werden. Das, was ich euch jetzt erzähle, entnehme ich ihren Worten, allerdings hat sie dafür halt mehrere Zeugen. Alines Worte waren, ja, die böse Frau hat mit Tilidin und Gras angedreht, nach Motto, die hat mich halt da drauf gebracht. Wie es wirklich war, anscheinend, laut Saskia und einigen Zeugen, Aline hat nach ihrer OP Schmerzen gehabt und länger Tilidin genommen. Dadurch hat sich eine Abhängigkeit entwickelt, das kann durchaus mal passieren, wenn man es zu lange nimmt, nur irgendwann sind die Tabletten halt mal alle. Als das so war, hat Aline Saskia förmlich angebettelt, ihr 2 Tilidin zu geben. Saskia wollte das erst nicht, hat sich aber nach ewigem Gebettel dann doch weichklopfen lassen. Danach ist Aline extra nach Leipzig runtergefahren, um sich die beiden Tabletten abzuholen. Bachmann meinte ja, dass Saskia sie darauf gebracht hätte. Von 2 Tabletten abhängig werden oder vom Konsum über längere Zeit? Ich weiß auch nicht. Man muss aber sagen, dass Charlene Schachmann ihr trotzdem 30 Euro in die Hand gedrückt hat mit den Worten, du kannst es besser gebrauchen. Allerdings wollte Saskia die gar nicht. Aline hat daraus gesponnen, dass Saskia ihr die beiden Tabletten für 50 Euro verkauft hat. Nee, halt, für 100. Also beides. Aline kann sich halt nicht so ganz entscheiden in ihren Aussagen. Am 11.8. hat sie übrigens gestreamt und in diesem Stream damit geflext, dass sie wieder auf Tilidin ist. Lol. Später gibt es auf jeden Fall noch mehr zu Saskia. Es wird spannend. Glaub mir. Privatperson. Das Geile ist, Leute, jede Minute länger, die dieses Video wird, umso interessanter wird es, weil er meinte am Anfang die nicht so interessanten Sachen, am Ende die ganz interessanten Sachen. Deshalb, ich freue mich. Wir sind jetzt, ich freue mich einfach. Outcallen und Follower auf sie hetzen. Eine Person kommentierte unter einem Beitrag des Freundes von Aline, wie kann man nur einen wollen, die so einen miesen Charakter hat wie @offizielle Aline Bachmann. Alines angekratztes Ego hat das gar nicht gepasst und hat das Profil der Kommentarschreiberin öffentlich geteilt und dazu aufgerufen, es zu melden, da es ja ein Fake-Account sei. Aline war noch nicht mal so ehrlich zu sagen, dass diese Person sie persönlich beleidigt hat. Ich glaube, dieser Frau ist einfach nicht bewusst, wie gefährlich so ein Outcalling enden kann. Es gibt da nämlich auch Leute, die noch mehr machen, als den Account zu melden. Und da rede ich nicht von 1-2 unangenehmen Nachrichten. Aber das ist ja egal. Denn Aline geht es um sich und nur um sich und dass es ihr gut geht. Aline beutet behindertes Mädchen aus und macht sie fertig. Ja, das hat sie wirklich so gemacht. Das hier ist Sebi. Sebi hat damals im Internet vor einigen Jahren um Hilfe gebeten. Ja, dreimal dürft ihr raten, wer sich da nur gemeldet hat. Natürlich Praline Schachmatt. Zuerst gab es da einige Schwierigkeiten, bis sie sich dann doch irgendwann getroffen haben, wo Aline sofort die Gelegenheit genutzt hat, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Aline hat Sebi zum Beispiel einige Videos versprochen. Und wann sind die genau gekommen? Ja, natürlich nie. Sebi hat es sich allerdings nicht gefallen lassen, ausgenutzt zu werden. Sie war so frech und hat nachgefragt, was denn jetzt sei. Was wiederum für Aline natürlich ein Unding war. Sebi sollte sofort alle Bilder mit ihr löschen, bitte zum selben Tag, 20 Uhr, sonst hört sie von ihren Anwälten. Und bei den Drohungen ist es auch nicht geblieben. Später streamte Aline vor 600 Leuten und fing an, den Freund von Sebi öffentlich bloßzustellen. Die nächsten Tage ging es weiter, es wurde geschossen ohne Ende, es wurden Lügen über Sebi und Eike erzählt und. Psychoterror, Beleidigung, Hetze. Und das gegen eine behinderte Frau, die sie anscheinend nur dafür ausgenutzt hat, um Reichweite zu generieren. Zum Schluss postet sie ohne Erlaubnis noch ein Bild von Sebi, unter dem sie rumheult, wie satt sie es doch habe, von Freunden ausgenutzt zu werden. Wer hat wen ausgenutzt? Bachmann. Hier auf jeden Fall nochmal ihr Statement zu der Sache. Widerlicher geht es einfach nicht. Naja doch. Die Schwangerschaft. Wieder ein ziemlich... Ja, bitte Gott, lass...
Bitte lass Hirn regnen, bitte lass Hirn regnen. Ich halte das Thema ist die Sache mit Boyka. Aline Bachmann hat nach der Beziehung mit ihm behauptet, sie wäre schwanger gewesen und er hätte durch Gewalteinwirkungen dafür gesorgt, dass sie eine Fehlgeburt erlitt. Ich möchte hier nur mal eine andere Sicht der Dinge einstreuen, die wieder von ihrer ehemaligen Freundin Saskia kommt. Diese meint nämlich, Aline hätte ihr damals gesagt, dass sie zwar schwanger wäre, jedoch abgetrieben hätte. Wem ihr hier Glauben schenkt, ist euch überlassen. Ich muss jedoch sagen, dass leider die Glaubwürdigkeit von Aline so sehr gelitten hat, dass man ihr selbst bei solch ernsten Themen nicht mehr ohne eine gewisse Skepsis zuhört. Besonders da sie auch noch mehrfach Gerüchte über eine erneute Schwangerschaft in die Welt getragen hat und auf Nachfrage von ihren Followern diese beleidigt hat und den Privat ist Privat-Monolog fährt. Ganz toll, Aline. Krebskranken Jungen verarscht und ausgenutzt. Aline Bachmann hat nicht nur eine behinderte Frau ausgenutzt, nein, auch einen sterbenskranken Jungen. Das Kind heißt Lukas und er ist an Leukämie erkrankt. Leider ist er wirklich vor ein paar Wochen verstorben. An der Stelle mein Beileid an alle Hinterbliebenen. Was Aline da gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut. Sie hat dem Jungen versprochen, dass er bald sein großes Idol, Andreas Gabalier, treffen kann. Dann hat sie sich schön mit ihm ablichten lassen und halt Fotos gemacht. Sie meinte, sie hat es angeblich geschafft, Kontakt zum Management des Sängers herzustellen, aber was soll ich sagen? Nee, das ist nicht passiert. Bachfrau hat sich zwar mit dem Jungen getroffen und schöne Fotos für Insta gemacht, wie ihr seht, aber nachdem sie dafür öffentliche Credits und Anerkennung abgesandt hat, hat sie den Jungen und die Eltern halt einfach geghostet und ist nie wieder auf irgendwelche Kontaktversuche eingegangen. Einfach wegignoriert, nachdem man sich damit öffentlich profilieren konnte. Hat der krebskranke Junge vor seinem Ableben vor kurzer Zeit seinen großen Wunsch erfüllt bekommen, nachdem du ihm Hoffnung gemacht hast? Nein? Komplett ignoriert? Hast du dieses sterbenskranke Kind so glücklich gemacht, um es so bitter zu enttäuschen, du Mie? Aber hey, immerhin öffentlich als gute Frau dargestellt. Könnt euch den Kontext unter ihrem Post ja gerne mal durchlesen. Widerlich. Einfach widerlich. Hausfriedensbruch. Was soll man dazu sagen, Leute? Also es ist, wie gesagt, auch hier in dem Video nochmal, wenn links unten in der Ecke Q3 etc. steht, dann findet ihr die Links, also die Links zu den Quellen, über das gerade geredet wird, unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr die Quellen sozusagen nachschauen. Heißt auf gut Deutsch, es sind keine ausgedachten irgendwas, sondern es sind belegte Sachen, die mit Quellen belegt wurden. Ich komme nicht klar, Leute, es ist abnormal. Hier kommen wir zu einem echten Klassiker, welcher sich vor 4 Monaten zutrug und jetzt schon Kultstatus genießt. Ich rede von dem Video von Trainingsanzug Aline, welche mit Laptop vor Cats Tür stand, um pflichtbewusst dafür Sorge zu tragen, dass die Unterlassungsklage auch ja den Empfänger erreicht, da auf die Post ja nun echt nicht mehr zu vertrauen ist. Jetzt ist das Supergenie darauf gekommen, Cat dafür anzuzeigen, dass sie Aline gefilmt hat. Ich habe so langsam das Gefühl, dass Aline, wenn sie keine Argumente hat, immer Leute anzeigt bzw. behauptet, diese anzuzeigen und sie sich damit als Gewinnerin der Diskussion fühlt. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, aber für die, die das ganze Video kennen, sollte auch klar sein, dass Aline sehr wohl darüber informiert wurde und sie sich trotzdem nicht davon beirren lässt, weiterhin auf einem fremden Grundstück herumzuwuseln, während ihr da deutlich gesagt wurde, dass sie dieses verlassen sollte. Keine Ahnung, die Aktion ist ungefähr so paradox, wie wenn Bumsi plötzlich vor der Tür eines Haters stehen würde, um diesen den Platzverweis persönlich vorbeizubringen. Krebskranke und behinderte Frau gedoxt und fertig gemacht. Jetzt kommen wir zum letzten Part, denn Aline hat nicht nur eine Behinderte fertig gemacht und einen Krebskranken verarscht, nein, sie hat eine krebskranke und behinderte Frau fertig gemacht und geleakt. Wir reden hier von Saskia, der Frau, die ihr angeblich Tilidin vertickt hat, was so nicht stimmt. Aline Bachmann macht bei Saskia absoluten Anwaltsterror, hat eine Anzeige veröffentlicht und dabei halt einfach ihren Wohnort geleakt. In der Anzeige geht es um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja gut, die beiden Tilidin-Tabletten sind retardiert und mit Naloxon. Aline, das ist kein Betäubungsmittel, das fällt unter das Arzneimittelschutzgesetz, wollte ich nochmal anmerken. Naja, das, was ich jetzt sage, beruft sich weiterhin darauf, was Saskia mir geschildert hat. Die beiden Frauen waren mal befreundet. Und Aline hält es natürlich als gute Freundin für nötig, sich über die Behinderung von ihr lustig zu machen, wie Saskia mir erzählt. Aline hat dann irgendwann abgenommen wegen ihrer Schlauchmagen-OP und dann hat sie einfach angefangen, Saskia, die selber etwas mehr auf den Rippen hat, dafür fertig zu machen. Aufgrund ihres Gewichts. Die Frau, die predigt, dass jeder seinen Körper lieben soll, egal wie er ist, so Anti-Body-Shaming-Geblubber, ne? Ist klar. Ihr dürft nicht vergessen, Saskia ist schwer krank. Sie bekommt nicht umsonst Oxycodon verschrieben. Sie hat Wirbelsäulenschäden, Nervenschäden, Asthma, Depressionen, Tumore in der Lunge allem Anschein nach. Und was sagt Aline
zu ihr in einem Video? Nimm erstmal ab, Saskia, oder du musst einfach mal abnehmen, dann geht's dir gesundheitlich auch besser. So geht man nicht mal mit seinen Feinden um, geschweige denn mit seinen Freunden. Naja, jetzt ehemalige Freunde. Vor allem noch das öffentliche Liegen ihres Wohnorts in der Insta-Story, um ihre Follower auf sie zu hetzen. Schäm dich. Das soll es auch erstmal gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich mit einem erfreulicheren Thema. Es ist abnormal. Es ist abnormal, dass es sowas wirklich gibt. Es ist krass, es ist krank. Ich weiß nicht, wie ein Mensch so wird, dass er so solche Aktionen startet, solche Aktionen tut. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme auch nicht drauf klar, dass es noch einen dritten Teil gibt, den ich mir auch gerne anschauen werde, wenn ihr das wollt, dass wir uns den zusammen anschauen. Ich komme nicht drauf klar. Ich weiß auch nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also, was soll ich denn dazu sagen? Was, Bruder? Der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung natürlich. Der Link zu meinem Instagram auch. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Es kommt jeden Tag 14 Uhr ein neues Video. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf Instagram oder morgen wieder. Haut rein. Bis morgen. Ciao. I got a lot to do.